So, wir starten heute direkt ins Video rein und damit heiße ich dich recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli, und zwar zum Video Nummer 95. Das Ganze ist wie immer zum Bau einer Modellbahnanlage. Von Anfang an könnt ihr hier dabei sein und jeden Freitag 16 Uhr hochgeladen. Ja, wir sehen es jetzt hier. Ich habe das Ganze erstmal ausgemessen und es ist so, dass jetzt hier diese Schritte, die ich jetzt hier gerade mache, in dieser älteren Variante, aus letzter Woche natürlich eine uralte Variante, ich weiß, die gleichen noch sind wie in der aktuellen Version. Nun war ich so, dass ich, wo ich die Version 1 mit den vermasselten Putz, das sind die identischen Schritte, die wir hier abgehen. Und dann war ich natürlich ein bisschen sauer auf mich selber, habe dann den neuen angefangen und habe da gar nicht mehr aufgenommen. Das heißt, die Bilder, die wir gerade hier noch sehen, das ist im Grunde genommen die Variante 1 noch, die ich dann zerstört habe. Aber es sind wirklich die identischen Arbeitsschritte. Es hat sich nichts verändert in dem Vorgang, den ich am Anfang machen muss. Das heißt, diese Schablone, die ich hier gerade gebaut habe aus diesem Hartschaum, und wie ich das abgemessen habe, außer ich habe einen Bogen weniger reingemacht in die Variante 2. Das werden wir nachher noch sehen. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich euch das sage, dass das so ist. Und zwar sehen wir das jetzt gerade hier, was hier, wir sind eigentlich von innen, von den Arkaden-Innenseiten gerade. Und auch das ist ein kleiner Unterschied. Hier ist es so, dass ich die glatte Außenseite, das heißt die glänzende Außenseite, wie wir das gerade jetzt hier sehen, nach außen gemacht habe, und in der Variante 2 habe ich es einmal rumgedreht. Das heißt, ich habe mir zu Nutze gemacht, dass das Material innen drinne so kleine waagerechte Striche schon drin hatte. Und da ich ja das Mauerwerk aufgetragen habe mit der Mauerwerksrolle, die ich mir selber gedruckt habe, habe ich dann das genutzt, so dass ich immer einen optischen geraden Hintergrund habe, obwohl ich schräg und krumm das Mauerwerk aufgetragen habe. Das war Absicht. Ich wollte also keine durchgehende gerade Landschaft, Mauer da stehen haben, sondern die Mauer sollte, also wenn sie sich an manchen Stellen schon etwas gesetzt hat, an manchen Stellen verwittert ist oder nachgearbeitet wurde oder wie auch immer, jedenfalls sollte das kein Mauerwerk werden, was ideal oder was ganz, ganz gerade ist, sondern was eben im Grunde genommen ja recht natürlich wirken kann. Auf der Rückseite habe ich das natürlich versteifen müssen mit diesen Holzleistchen, die das Ganze wäre sonst zu wackelig und wabbelig geworden, und deswegen habe ich das versteift, ist auch irgendwo verständlich. Und die Bögen, wir sehen es jetzt hier gerade, die Bögen, die habe ich mir natürlich aus dem 3D-Drucker gedruckt, habe ich mir in Fusion 360 entworfen, ist da auch kein Hexenwerk, haben wir sich ein bisschen mit beschäftigt. Und habe die in zwei verschiedenen Größen gemacht. Das heißt, die Arkaden werden ja bei mir von links nach rechts größer, weil wir haben ja vorhin die Grafik gesehen, das ist ja nicht gerade. Ja? Da oben die Strecke, die geht nach unten, und die untere Strecke geht noch weiter nach unten. Also das ist wie so ein, ja, wie so ein spitzer Winkel irgendwo. Und dadurch werden natürlich die Arkadenbögen größer, und ich habe zwei verschiedene Größen gemacht, damit ich eben ja nicht jede einzeln herstellen muss. Und das Ganze habe ich dann, das haben wir im letzten Video gesehen, mit einem Heißdrahtschneider kurz zerschnitten. Also ich wollte da nichts feilen, ich wollte da nichts abknipsen, weil beim Abknipsen, da machst du mehr kaputt als alles andere. Und deswegen habe ich das dann ja gelassen. Ich wollte euch jetzt gerade mal lesen lassen. Ja, vielen Dank. Und damit kommen wir zu der Variante 2. Alles, was jetzt kommt, ist in der ersten Variante nicht gewesen. Hier oben links sehen wir noch die Bögen, die ich dann rausgerissen habe. Und hier unten mit der Strukturrolle, wie gesagt, die habe ich mir selber gedruckt, habe ich jetzt die, oder trage ich die Struktur jetzt auf diese Teststreifchen hier auf. Und das war das, was wir gerade sehen. Wir haben da in dem linken schon diese waagerechten Streifen drin gehabt, sodass das irgendwo vielleicht doch leichter ist oder ein Gesamtbild ergibt, auch wenn ich das Krumme und Schiefe drin habe. Das Ganze wird jetzt grundiert. Das hatte ich in der Variante 1 auch nicht gemacht. Da habe ich genau umgedreht gearbeitet. Da habe ich also erst die rotbraune Farbe oder Ziegelfarbe aufgetragen und habe dann mit einer schwarzen Wasch die Fugen sozusagen schwarz gemacht. Fand ich jetzt aus,
aus aktueller Sicht doch nicht so schön. Ich habe es also jetzt so gemacht, dass ich die Fugen, wie gesagt, hell gemacht habe und trage jetzt das Ganze auf wie beim Trockenbürsten. Der eine oder andere mag das kennen. Das heißt, man nimmt den Pinsel bloß und trägt den mit relativ trockener Farbe so über die Strukturen auf, so dass ich nicht mit in die Fugen reinmale. Wo das natürlich dann mit reingemalt wird, ist nicht weiter schlimm. Es gibt ein schönes Gesamtbild, ihr werdet es zum Schluss sehen, und dann passt das. Hier trage ich jetzt mit schwarzer Wasch nochmal einen Test auf, wie das wirken wird, weil ich das nachher dann zum Schluss auch machen werde. Wir werden es nachher noch sehen. Und wir sehen, dass alles noch gut zu sehen ist. Und ich habe mich dann für die Variante links entschieden. Rechts ist im Grunde genommen die alte Variante und links ist die Variante, aber auch davon nur der rechte, die rechte Hälfte, ne? Die linke Hälfte auch nicht. Und das habe ich dann ja als Gewinner erkoren. Das hat mir also gefallen. Und jetzt habe ich natürlich weitere Versteifungen eingebracht. Das heißt, ich habe nochmal die Leistchen nach unten weggeklebt, damit das eben dazwischen sich nicht wegbiegen kann. Habe das oben nochmal extra versteift. Das heißt, jetzt habe ich wirklich eine schöne, stabile Fläche irgendwo. Und jetzt trage ich natürlich das Ganze auf in der gleichen Technik, wie ich das beim Test gemacht habe. Das heißt eben diese Technik, dass ich nicht in die Ritzen reinmale, sodass die eben weiß bleiben. Und bei manchen Stellen habe ich das ein bisschen dicker gemacht, da habe ich auch meinen Pinsel dann waagerecht gezogen, sodass eben auch dunklere Stellen dabei sein sollen. Das ist also Absicht, weil ich wollte auch wieder nicht eine homogene Fläche haben. Es sollte schon irgendwo Leben drin sein. Ja? Deswegen auch dunklere Flächen, deswegen auch hellere Flächen und mal die Ritzen dunkler, aber im Allgemeinen sollten sie hell bleiben. Das war mir im Grunde genommen wichtig. Und jetzt bemale ich natürlich jetzt nur noch grob die Arkadenbögen, die ich ja schon mal bemalt hatte in der Variante 1, aber da waren halt weiße Flecken dran von dem Putz und wie auch immer. Deswegen habe ich das nochmal ein bisschen übermalt, so dass ich dann keine weißen Flecken mehr dran habe. Und das machte sich recht gut und außerdem waren sie mir zu dunkel. Ja, das war ja von der ersten Variante, die war mir zu dunkel, deswegen habe ich das sowieso ein bisschen aufgehellt. Und jetzt hole ich mir noch ein Schwämmchen, nehme mir relativ dunkelbraune Farbe und tupfe so über die Arkadenmauern drüber, so dass ich eben da noch mal ein paar dunkle Stellen rausholen kann. Deswegen sagte ich vorhin, das ist überhaupt nicht schlimm. Das war auch Absicht, dass ich dunklere Stellen gemacht habe. Da kommt jetzt ein bisschen mehr von diesen Getupfe hin und dann sieht das eigentlich recht nett aus. Natürlich ist alles, was im Bau ist, denkst du immer, was macht denn der jetzt? Der versaut ja die ganze Wand wieder. Nö, das ist wirklich ein Gesamtbild und man muss ja sehen, dass da wirklich noch einige Schritte, Arbeitsschritte gerade mit Bemalen auf uns zukommen. Das heißt, wie jetzt hier zum Beispiel, jetzt kommt noch mal eine weiße Wash. Das heißt, ich nehme jetzt hier keine reine Wash, sondern ich habe im Grunde genommen nur Acrylfarbe genommen und habe das richtig dünn mit Wasser verdünnt, damit ich eben wirklich bloß wie so eine dünne Schicht auftragen kann. Und da gehe ich über alles nochmal rüber. Dann nehme ich sozusagen die harten Übergänge, die ich jetzt so raufgetupft habe, die werden damit noch so ein bisschen ausgestrichen in irgendeiner Form. Und dann wirkt das Ganze ein bisschen, gleichmäßiger irgendwo. Und es sieht natürlich immer aus, wenn das so nass ist, da denkst du immer, was sieht ja furchtbar aus. Ja, na klar, wenn das nass ist, dann wirken teilweise die Farbflecken viel zu stark und viel zu doll. Und das gleiche, wie gesagt, auch mit diesen Bögen. Da habe ich jetzt etwas dickere Farbe reingenommen, damit ich auch nochmal in die Ritzen zwischen den einzelnen Steinen, die ich da andeute, die weiße Farbe weiter reinkommt. Weil da hatte ich es ja nicht so gemacht, dass ich die vorher weiß grundiert hatte. Das habe ich aber jetzt dadurch nachgeholt. Und das Bild, wir werden es nachher sehen, ist wirklich ideal geworden. Das heißt, es passt wirklich sehr, sehr gut zusammen. Jetzt, nachdem das trocken ist, kommt auch hier eine nochmals verdünnte schwarze Wash. Das haben wir ja vorhin in dem Test schon gesehen, dass ich das gemacht habe. Kommt hier auch nochmal drauf. Und man denkt jetzt, ach Gott, jetzt verschwinden ja die ganzen weißen Fugen. Nein, das haben wir ja auch in dem Test gesehen. Wenn das nachher trocken ist, ist das alles wieder weg. Und dann sind natürlich die ganzen weißen Fugen auch wieder weiß. Vielleicht einen kleinen Zacken dunkler, aber das ist schon gut so. Wir sehen es natürlich wieder im nassen Zustand hier. Da sieht es immer alles nicht so schön aus und schon ist das trocken. Und jetzt setze ich die Arkadenbögen ein und dann sind natürlich auch die Übergänge in der Mitte zu dem, die Kanten, die man da so geschnitten hat, die sahen ja immer so ein bisschen unsauber aus, ist das Ganze weg. Und jetzt kann man das wunderbar hinten festdrücken und das Ganze ist jetzt wirklich stabil. Also wenn ich das von oben, also wenn ich das nachher reinsetze und es kommt von oben eine Last drauf, da kommt eine Last drauf, das werdet ihr im nächsten Video sehen.
dann hält das. Ja, das ist dann wirklich schön stabil. Und wie gesagt, ich habe es eben angedeutet, die Stabilität, die brauche ich tatsächlich. Weil, ja, nächstes Video. Und wenn die Gestaltung, das wird ja alles noch gestaltet, das bleibt ja nicht so. Da kommt ja nicht einfach nur die Arkade vorne papp drauf, sondern dann wird ja noch alles schön gemacht. Und da brauche ich ein bisschen was Stabiles. Und hier sehen wir es nochmal, die Technik. Hier habe ich mit dem Heißdrahtschneider, das ist so ein ganz billiger nur, das abgesägt dann sozusagen da unten. Da wollte ich, wie gesagt, nicht mit einem Knipsen, da wollte ich auch nicht feilen. Das wäre alles viel zu viel Angriff gewesen. Und durch diesen Heißdrahtschneider kann man das eigentlich schön abbrennen oder durchschneiden da unten. Und ja, das macht sich gut, hat sich bewährt. Das habe ich also an verschiedenen anderen Stellen auch benutzt, wie zum Beispiel hier, da ist die Mauer noch ein Stück zu lang, aber genau dafür ist er ja gebaut worden. Ne? Das ist ja alles so ein Hartschaum hier. Und das macht sich natürlich hervorragend, da hast du ganz saubere Kanten und ganz, ganz toll. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, im Grunde genommen ist jetzt das fertig soweit. Ich habe das jetzt hier schon eingesetzt. Das ist schon aus dem nächsten Video eine kleine Vorschau mit. Aber das ist auch nicht das, worum es geht. Das wird also noch anders umgebaut werden. Dann könnt ihr euch drauf freuen in der nächsten Woche. Und dann verabschiede ich mich schon von euch. Macht's schön gut. Bis zur nächsten Woche. Euer Uli aka Aquapainter. Tschüss.